Ute Kittelberger, deutsche Schauspielerin und Model, ist eine Ikone der deutschen Unterhaltungsbranche und für ihre vielen denkwürdigen Rollen und ihr turbulentes Leben bekannt. Geboren am 7. Oktober 1958 in Ludwigshafen, durchlebte sie eine Reise voller Höhen und Tiefen und verstarb schließlich am 4. September 2021 in Wachenheim an der Weinstraße. Ute Kittelberger erlangte in den 1970er Jahren als Teenie-Star Berühmtheit und erregte vor allem in Film und Fernsehen die Aufmerksamkeit des jungen Publikums. Sie stellte ihr herausragendes schauspielerisches Talent und ihren Charme unter Beweis und sicherte sich einen besonderen Platz in den Herzen der Fans. Sie ist für viele beliebte Filme und Fernsehsendungen bekannt. Das Leben von Ute Kittelberger drehte sich jedoch nicht nur um den Glanz seiner künstlerischen Laufbahn. Sie hat in ihrem Privatleben viele Ereignisse durchgemacht, darunter ihre Ehe mit dem berühmten Formel-1-Fahrer Elio De Angelis. Der herzzerreißende Verlust ereignete sich, als Elio De Angelis am 15. Mai 1986 bei einem Testfahrunfall auf der Rennstrecke Circuit Paul Ricard in Südfrankreich ums Leben kam. Ute Kittelberger heiratete daraufhin 1988 den Weingutsbesitzer Thomas Henzel und bekam mit ihr drei Kinder. Diese Ehe bescherte ihr eine glückliche und herzliche Familie im Weingut Odinstahl in Wachenheim an der Weinstraße. Sie verbringt viel Zeit damit, sich um ihre Familie zu kümmern und ihre Kinder großzuziehen. Doch im September 2021 musste die Unterhaltungswelt Abschied von Ute Kittelberger nehmen, als sie im Alter von 62 Jahren an einer Herzkrankheit verstarb. Dieser Tod hinterließ bei Familie, Freunden und ihren Fans sowie der deutschen Unterhaltungsindustrie tiefe Trauer. Ute Kittelberger hat eine große Lücke in den Herzen derer hinterlassen, die seine Kunst und sein Schauspiel lieben. Der Tod von Ute Kittelberger erinnert uns daran, wie wichtig Gesundheit und die Wertschätzung jedes Augenblicks im Leben sind. Ihr turbulentes Leben ist ein Beweis dafür, dass niemand die Zukunft vorhersagen kann. Doch ungeachtet aller Schwierigkeiten und Ereignisse im Leben behält Ute Kittelberger stets seinen Optimismus und seine Liebe zur Schauspielkunst. Ute Kittelbergers Leben ist die Geschichte einer angesehenen künstlerischen Karriere und eines Lebens voller Energie. Erinnern wir uns an sie als eine Ikone der Unterhaltungsbranche und an das Talent und die Begeisterung, die sie uns gebracht hat. Ute Kittelberger, deutsche Schauspielerin und Model, ist eine Ikone der deutschen Unterhaltungsbranche und für ihre vielen denkwürdigen Rollen und ihr turbulentes Leben bekannt. Geboren am 7. Oktober 1958 in Ludwigshafen, durchlebte sie eine Reise voller Höhen und Tiefen und verstarb schließlich am 4. September 2021 in Wachenheim an der Weinstraße. Ute Kittelberger erlangte in den 1970er Jahren als Teenie-Star Berühmtheit und erregte vor allem in Film und Fernsehen die Aufmerksamkeit des jungen Publikums. Sie stellte ihr herausragendes schauspielerisches Talent und ihren Charme unter Beweis und sicherte sich einen besonderen Platz in den Herzen der Fans. Sie ist für viele beliebte Filme und Fans. So, eso es eso, sí, y eso es un video. Tout à l'heure là-bas, en train de monter les fesses et les seins. Retour même nouveau ici sur les réseaux sociaux, en train de monter les fesses et les seins. Ce n'est pas pour rien. Si tu vas la voir, tu vas l'aborder, hein, c'est que tu vas voir tes problèmes. Si tu vas la saluer, hein, tu vas vraiment la saluer. C'est que tu vas saluer tes problèmes. Si tu sais que tu vas saluer ton cercueil, c'est que chez ça, tu vas voir. Je vous dis que les femmes sont celles qui sont dehors. Il y a un serpent qui est caché quelque part en train de les suivre. Si vous vous quittez là-bas, vous venez vous coller à elle, son serpent va vous suivre aussi. Et son serpent là, c'est égal au problème. Son serpent là, c'est égal à tout ce qui est mauvais.
Ça, c'est pas la seigneur à tout ce qui n'est pas la crainte de Dieu. Hé, mes frères et sœurs, elle va vous faire souffrir. Et quand je parle des femmes souvent, je dis de prier pour leur mari. C'est à cause de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Ou parce que Adam était juste faible. Il n'était pas tellement faible que ça. Il était fort. S'il était faible, il était allé venir directement vers lui. Il n'est pas attendre qu'il ait une femme. Il n'est pas passé par la femme. Il sait qu'il est fort. C'est pourquoi il n'est pas passé par lui directement. Il est passé par sa faiblesse. Par son amour pour la femme là. Et voilà. Voilà maintenant. Voilà. Une femme sorcière comme ça, quand elle rentre de ta vie, elle peut t'amener à dépenser ton argent sans que toi-même tu comprennes même plus qu'elle.